Hallo und herzlich willkommen bei Epic, hier für euch beim 30-jährigen Firmenjubiläum von Rack & Company. Wir sind hier in Salzgitter bei der Firma Rack & Company, die heute ihr 30-jähriges Firmenbestehen feiert. Wir gehen mit euch einmal übers Gelände, zeigen euch, was so geboten ist und wer hier alles sich die Klinke in die Hand drückt. Nach 30 Jahren im Geschäft bauen sich natürlich auch intensive Geschäftsbeziehungen auf. Wir zeigen euch ein paar der langjährigen Begleiter der Firma Rack & Company. Wir sind hier bei MD Textil zusammen mit Marcel und wir fragen kurz, was ihm am besten an der Geschäfts- bzw. an der Partnerschaft mit Rack & Company gefällt. Ja, also schön, dass ihr hier seid und ich freue mich auch, dass wir hier sein dürfen, auch vor allem zu diesem besonderen Anlass, 30 Jahre Rack & Company. Also was ich am Uli schätze, es ist ein richtig aufrechter und gerader Geschäftsmann. Das gibt es heute kaum noch. Da werden Deals mit Handschlag gemacht und nicht mit einem Vertrag. Er steht zu seinem Wort, er ist loyal. Alte Schule. Alte Schule, ist einfach alte Schule. Und es gibt einfach nichts Negatives, das man sagen könnte. Ich könnte jetzt noch mal eine Viertelstunde Positives erzählen. Über Volumen brauchen wir uns natürlich bei Rack & Company auch nicht unterhalten. Also ihr habt ja wahrscheinlich eine Tour durchs Lager gemacht und gesehen, was da rumsteht. Also der setzt auch noch was um. Also nicht nur, dass er nett ist, er macht auch noch Geschäft. Einer der langjährigsten Partner von Rack & Company ist natürlich das Made in Tiger. Und ich habe hier den Ronny mit am Start, der kurz ein paar Worte sagen will. Hi, all da draußen. Ja, ich bin erstmal sehr dankbar, dass wir hier sein dürfen. Ich möchte dem Uli Kretschmer danken für die lange Zusammenarbeit, seit mindestens 15 Jahren, wenn nicht sogar schon 20 Jahre. Er hat auch die Entwicklung von Das Mann Tiger natürlich mitgeprägt und dafür nochmal von uns ganz recht herzlichen Dank und auch danke, dass wir hier sein dürfen. Und alle weiteren Infos zu den Neuheiten von Das Mann Tiger habt ihr natürlich über den wahnsinnig tollen Kanal vom Epic. Also, vielen Dank und euch noch eine gute Zeit. Ciao. Das Wohl des Hundes ist immer höherwertiger als das Ego des Hundeführers bzw. des Hundebesitzers. Demonstrationen der Firma Opcon habt ihr bereits im Video gesehen. Ich bin hier mit dem Fabian, dem Chef von Opcon. Hi. Auch ganz frisch im Dunstkreis der Firma Rack & Company. Willst du kurz was sagen zum heutigen Event oder allgemein? Sehr gerne, auf jeden Fall. Wir hatten relativ kurzfristig eine Einladung gekriegt oder eine Anfrage, ganz mehr oder weniger unverbindlich, das Thema Erste Hilfe Hund, da macht ihr doch was. Könntet ihr euch vorstellen, bei der Messe heute was vorzustellen?
Dann habe ich mit dem Uli telefoniert und haben festgestellt, ja, wir könnten ein bisschen mehr machen. Dann haben wir das gesagt, okay, wir fahren ein bisschen mehr auf als normal. Haben das Thema Erste Hilfe Hund vorgestellt mit ein bisschen Vorführung, Materialkunde etc. Und haben uns noch das Thema Öffnungstechnik, was bei uns relativ mehr und mehr im Kommen ist, mit reingenommen. Mit unserer neu konzipierten Türe, mit den Hydraulikwerkzeugen, die wir von Weber Rescue nutzen. Mit allem, was mechanische und hydraulische Öffnung betrifft. Und für mich, aus meiner Sicht, für uns, für die Firma war das ein voller Erfolg heute. Ich habe noch keine Messe erlebt, auch wenn es jetzt keine Messe im eigentlich großen Stil ist, aber wo sich um alles gekümmert wurde. Egal, ob das bei der Ankunft war, egal, ob das darum geht, wir brauchen was. Alle 10 Minuten kommt jemand vorbei, fragt, hast du noch was, brauchst du noch ein Wasser, willst du noch einen Kaffee? Also ich habe schon überlegt, Mitarbeiter abzuwerben, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Da wird der Uli böse, aber ey, absoluter Luxus hier zu sein. Also von dem her tausend Dank an die Firma Recon. Man sieht, die Nachfragen sind da, das Interesse ist da und das bunt gemischt. Also da sind die Zivilisten, die sich natürlich interessieren, weil es cool aussieht. Aber es sind die Behörden anwesend. Es ist egal, ob das Feuerwehrleute sind, ob das Polizei ist, ob da Militär ist. Also ich habe das vorhin ganz cool verglichen. Das ist so eine Art kleine Enforce-Tech, aber es ist viel familiärer. Und das ist, glaube ich, definitiv dem Uli und seinem Team geschuldet. Falls man sich mal irgendwo unter der Kneipe oder hinter der Kneipe verstecken muss und die Frau einen nicht finden soll, hätten wir hier mal so ein bisschen Tarnnetz. Seid alle aufnahmebereit? 1 Euro? Verkauft. Bereits in Flyer, Newsletter etc. gesehen habt, gibt es heute bei der Firma Recon 20% auf alles bzw. euren Einkauf im Ladengeschäft und natürlich auch auf Lagern der Ware. Wir gehen mal kurz eine Runde durch den Shop und schauen, ob wir jemanden finden. Wir haben uns hier an den Dennis rangesneakt, der hier gerade fleißig am Shoppen ist. Dennis, danke für das Zeitnehmen. Langjähriger Kunde bei Recon Company und er sagt kurz, warum
ihm das Shoppen bei Racon so gut gefällt. Also der Hauptgrund ist eigentlich auch die Kundenbetreuung. Die ist wirklich sehr, sehr gut. Ob E-Mail, telefonisch, direkt im Laden. Also sobald man Fragen hat, auch wenn man irgendwelche Fragen auf der Homepage hat, einfach anrufen und dann wird man direkt an den richtigen Lotsen. Unser nächstes Opfer ist der Lukas. Lukas, danke, dass du dir Zeit nimmst. Jo, gerne. Kurzes Feedback für dein Shoppingverhalten bei der Firma Racon Company. Ich wohne hier quasi ja direkt im Ort, also in Großmarna, und bin Jäger oder gehe viel zur Yacht und ja, ich komme mal her ab und zu, oder meistens war es immer so Leo Köhler Bundeswehrhosen gekauft, ne? Ja, die kann man dann ganz kurz zur Yacht auch anziehen und naja, was man halt sonst so hat. Ich stöber ja ganz gerne mal rum, irgendwas findet man immer mal, cooler Laden und ja, hätte mich oder wundert mich, dass so ein großes Einzugsgebiet ist, ne? Also dass quasi so viele Leute hier sind und ja. Ist es jetzt eher verhängnisvoll für dich, dass du den Laden direkt vor der Nase hast und du ja im Prinzip eine Profession hast, wo du dein Shopping dementsprechend ausleben kannst? Also du sagst ja, du findest eigentlich immer was, oder? Ja, genau, irgendwie Kleinigkeiten oder sei es nachher irgend so ein blödes hier selbstklebendes Tarnband oder sowas für irgendwie was, ne? Da so eine Sachen findest du immer. Also wenn man hier reingeht, also mit leeren Händen geht man hier quasi ja nie raus. Ich denke, das ist schon ein Unterschied zwischen Online-Bestellung und wenn man wirklich den Laden hier vor der Nase hat, dann kauft man auch anders. Ja, genau, so ist es nämlich und ja, irgendwie was ist immer dabei, ne? Wie sieht es mit deinem Shoppingverhalten aus? Schweigegelübde. Und aus der Kategorie How to Spend My Money habe ich mir hier die Familie Heinrich gegriffen, die seit sage und schreibe 30 Jahren mindestens bei der Firma Racon einkauft. Was? Warum kauft ihr bei der Firma Racon Company? Was gefällt euch am besten? Die Damenkleidung. Hätt's gedacht. Ich will doch den Chef fragen. Ich habe, glaube ich, so in der 4. Klasse meinen ersten Bundeswehr-Rucksack gekauft. Da hießen die damals noch US-Stock und waren in Wolfenbüttel. Und bin dann, seitdem ich auch dann Gebirgsjäger war, immer mal wieder hier eingekauft. Weil ich einfach den Dealer habe um eine Ecke, wo ich Sachen anprobieren kann. Ja, genau. Aber freut uns, dass wir wirklich so einen treuen, langjährigen Kunden hier jetzt aufgegabelt haben. Die Kids auch schon fest involviert. Ja, ganz sicher. Also wir sind viel unterwegs in der Natur, wir machen viel Seiltechnik, aber natürlich durch meine Militärzeit 12 Jahre sind die Kinder auch ein bisschen angefixt. Ja, genau. Coole Geschichte auf jeden Fall. Dann weitermachen und viel Spaß euch noch. Ich bin hier am Stand von Mechanics zusammen mit Gregor, auch einer der Top-Partner und natürlich eines der Top-Produkte bei der Firma Racon Company. Und der Gregor sagt kurz was über die Zusammenarbeit mit der Firma. So, also erstmal herzlichen Glückwunsch zum 30. Jubiläum an Racon, an Uli. Und was soll ich sagen? Zusammenarbeit, exzellent. Besser kann es nicht gehen. Es ist eine partnerschaftliche Beziehung und weiter so, die nächsten 30 Jahre. Wer im Outdoor-Bereich unterwegs ist, kommt natürlich an der Firma Petzl nicht vorbei. Ein relativ junges Unternehmen in Deutschland, für den deutschen Bereich. Ich bin hier zusammen mit der Lucy. Grüß dich. Und die erzählt uns ein bisschen kurz was über die Zusammenarbeit mit der Firma Racon Company. Ja, ich habe das Gebiet hier vor 5 Jahren übernommen. Vorher hatten wir auch schon eine Zusammenarbeit mit der Firma Racon. Da gab es noch einen anderen Außendienstmitarbeiter. Seit ich das hier übernommen habe, ist es halt super easy. Ihr wisst, was ihr macht. Es ist immer unkompliziert im E-Mail-Austausch. Man schreibt, man bekommt zügig Antworten. Wir hatten jetzt im Professional-Bereich relativ unüblich das erste Mal ein Vororder für unsere neuen Stirnlampen, die man hier im Hintergrund sieht. Und da war das total unkompliziert. Ich habe angefragt, wollt ihr da mitmachen? Und da wurde sofort Ja gesagt und das ging alles ganz reibungslos. Und das macht einfach Spaß, so zu arbeiten. Wir sind hier bei der Firma Magnum Hightech und hier haben wir es mit einem echten alten Hasen zu tun und bin hier mit Philipp. Philipp, hallo, danke, dass du dir die Zeit nimmst und erzähl mal kurz was.
Ja, wir sind hier mit der Marke Magnum, unterstützen gerne Recon zu ihrem Jubiläum von 30 Jahre Recon Company und ja, langjähriger Kunde von uns. Also verdammt lang, also wir hatten es jetzt im Vorgespräch drüber, du bist seit? 2006 bei Magnum und ja, ich kenne es nicht anders, als dass Recon bei uns einkauft. Wie bist du so mit als Geschäftspartner, also wie ist so das Arbeiten? Ich muss ganz ehrlich sagen, also selten eine offenere und ehrlichere Kommunikation erlebt, egal ob positiv oder negativ, aber irgendwo immer einen Weg gefunden, machen viel zusammen und ja, kann man mittlerweile fast sagen, hat sich auch eine Freundschaft daraus entwickelt. Es ist immer ein Commitment von Recon in unsere Richtung und gleichzeitig versuchen wir halt auch entsprechend zu reagieren und da zu helfen, wo wir können. Einer der coolsten Partner der Recon Company hier in Salzgitter ist definitiv die Firma Mystery Ranch und ich habe hier den Michel vom Generalimporteur XXX hier am Stand und frage mal kurz, wie ist es denn so mit der Recon Company? Servus, also vielen Dank erstmal für deine Anmoderation. Wir arbeiten seit 2019 mit Recon zusammen und die Zusammenarbeit ist super geil, funktioniert einwandfrei. Dadurch, dass der Uli eben auch die Endkunden betreut und uns da viel Feedback auch zurückgibt, würde ich sagen, da geht noch mehr. Aber momentan sind wir schon sehr zufrieden. Ein ganz neues und vor allem brandheißes Eisen im Portfolio der Firma Recon Company ist die Firma Centauron. Und ich bin hier mit dem Adrian. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und was ist dein bisheriges Fazit bei der Zusammenarbeit mit der Firma Recon Company? Also, wir sind noch gar nicht so lange dabei. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, war es so letztes Jahr. Sind wir gelistet worden mit erstmal wenigen Produkten und wurden jetzt hier eingeladen zur Veranstaltung, was wir sehr schön finden. Und ja. Ich denke, es wird mehr werden. Hoffen wir es mal. Ja, auf jeden Fall. So der Gesamteindruck? Also nein, schön, sehr schön. Also, ne, es hat alles sehr gut geklappt hier soweit. Viele Mitbewerber, die wir natürlich alle kennen. Man kennt sich ja mittlerweile, ist das so nach vielen Jahren. Ne? Das ist überschaubar. Das ist immer ganz schön. Ich glaube, Publikum ist gut, denke ich mir. Was meint ihr? Ist auf jeden Fall, macht ja. Spaß. Ja. Wie gesagt, das erste Mal hier, insofern hat die wahrscheinlich einen besseren Eindruck. Ja. Aber ansonsten würde ich sagen, harren wir die Dinge, die da kommen. Ja, würde ich sagen, bin dabei. Jo. Zu guter Letzt habe ich mir noch den Chef höchstpersönlich an Land gezogen, beziehungsweise aus der Menschenmasse gezogen und würde mir gerne das Resümee des heutigen Tages vom Chef persönlich abholen lassen. Für uns war es ein wahnsinnig cooler Tag mit vielen interessanten Leuten und sehr, sehr ehrlichen Feedbacks. Darum würde ich gerne wissen, Uli, wie war dein Tag heute? Also ich bin auch sehr zufrieden, vor allen Dingen, weil unsere Kunden alle zufrieden waren, unsere Händler alle zufrieden waren, unsere Lieferanten alle zufrieden waren. Ich musste mir als Chef kein Gemecker anhören, hätte mir vielleicht gewünscht, dass das Wetter so ein, zwei Nuancen besser gewesen wäre, aber alles in allem war das ein positiver Erfolg. Und ja, ich würde mal sagen, ich freue mich auf die 35K-Feier. Man muss halt auch ein bisschen in die Zukunft schauen und als kleines Event, für die Leute, die nicht hier sein durften, würde ich gerne nächstes Wochenende eine 20% Rabattaktion bei uns im Shop anbieten. Natürlich nicht auf Tiernahrung, das funktioniert leider nicht. Und daher auch als kleines Dankeschön für die langjährige Treue zu uns. Und ja, vielen lieben Dank an meine Mitarbeiter, an euer Team, an unsere Lieferanten, Kunden. Ich freue mich, das war ein tolles Fest, ein tolles Event und danke euch allen. Mehr gibt es nicht zu sagen. Also, wie der Uli gesagt hat, merkt euch das Wochenende, wenn dieses Video rauskommt, 20% Rabattaktion im Online-Shop, außer auf Tiernahrung bei Recon Company.
Wenn es irgendwelche Fragen zu Produkten der Firma Rack & Company gibt, dann schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich ein Like da, abonniert den Kanal, drückt die Glocke für die neuesten Videos auch mit und von der Rack & Company. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal, beziehungsweise bei der 35-Jahr-Feier. Vielen Dank. Ciao. Ciao.